Morning. Morning. Wir sind in Stockholm unterwegs. Ja. Und wir haben noch nicht so viel gemacht. Wir sind hatten so eine Banane zum Frühstück und Tee. Sind jetzt einmal losgelaufen. Und schauen jetzt ein bisschen so die Altstadt an, laufen ein bisschen rum. Das sind die Insel der Altstadt. Da sieht man schon was. Oh wow. Ja. Wir stehen gerade auf so einem, bei so einem Schloss. Ich glaube, das ist ein Schloss. Wir wissen es nicht, hier sind viele Gebäude, die sind alle groß und pompös, aber so Guards. Ja, vielleicht können wir um 12 so hier so vielleicht Guards stellen. Ah, das meinte doch irgendjemand. Ja, wir schauen mal. Wir sitzen im Café hier an der Fußgängerzone. Ja. Und wir wollen unbedingt diese Dinger da hinten haben. Und für einen Instagram-Post kriegt man die gratis. Das heißt, wir haben jetzt beide eine Instagram-Story von unserem Essen. Wir hatten vegetarische Nudeln und die Linda hatte... Ja, das ist aber super teuer. Deswegen wollen wir jetzt... Meins hat 15 Euro gekostet. Ja. Also 12 kostet da Fisch drin. Ja. Und ich habe jetzt wirklich Lust auf einen Nachtisch. Wir sind gerade in der Ausstellung in Fotografiska und das war krass. Ja, das war die erste Ausstellung, also Fotos von irgendwelchen Krieg, Hunger, Naturkatastrophen. Das war krass, das war wirklich, wirklich krass. Und dann war das zweite war, das war so ein Film, so mit irgendwie am Computer gemacht, aber so lauter Fotos von Stockholm oder irgendwas richtig weird. Ja, mit so ein moderner Intelligenz. Also an allen vier Wänden. Das war so krass. Projiziert und hat sich so bewegt und es war irgendwie beeindruckend. Ja, und jetzt gibt es hier noch ein paar Ausstellungen, jetzt schauen wir uns die noch an. Wir haben jetzt hier endlich einen Cinnamon Bun, Kaffee und Tee und einen wundervollen Ausblick. Ja, wow. Hey, wir sind. Hey, wir sitzen irgendwo in Stockholm in so einer Fußgängerzone. Und das Museum war noch richtig cool, auch da haben wir gesagt, es war echt cool. Es waren vor allem echt coole verschiedene Ausstellungen. Ja. So. Und wir haben dann ja diesen Kaffee da oben getrunken. Das war richtig schön mit der Aussicht. Ja. Danach wurden wir weird angesprochen, das war nicht so cool. Der war schon in der Ausstellung und der war schon die ganze Zeit so weird auf Kontakt zu mir. Und dann hat die Anne ihn nach dem Weg gefragt. Er hat erst uns angesprochen. Ja, aber du hast ihn trotzdem dann nach dem Weg gefragt, damit er kann uns begleiten. Und dann hat er uns aber nicht nur dahin begleitet, sondern wollte mit uns weiter rumgehen. Ja, er musste nur zum Metro, aber ist dann mit uns mitgekommen und das war nicht so cool. Wir haben ihn ein bisschen gekorbt, aber der war echt cool, wir hatten keine Lust rumzulaufen. Ja, auf jeden Fall. Und er hat uns so umgefragt, ob wir rumgelaufen. Ja, also da kannst du begleiten, wenn wir shoppen gehen. Ja, weird. Ja. Auf jeden Fall sind wir dann weiter umher spaziert und... ziellos, das ist echt cool. Ja. Und... die Stadt ist sehr, ja, sehr bei der Stadt so... Das ist jetzt in den letzten Städten immer so gewesen, dass so bei Zebrastreifen oder Fußgänger... Aber das war überwiegend... Ja, dass da immer so die Geräusche sind, so für Blinde, dass es so langsam tickt, wenn es rot ist und dann so schnell, wenn es grün ist und das ist echt angenehm. Ich wollte eher so sagen, dass die Stadt so schön ist und so nette Leute und so angenehme Stimmung, so nicht so nur Touristen, auch. Aber nicht nur arbeitende Leute. Aber hier ist viel los, man fühlt sich so produktiv. Ja, oder in so einer aufgeweckten Stadt. Ja. Und jetzt machen wir uns gerade auf den Weg, oder sind wir auf dem Weg zur Staatsbibliothek. Für die Linda natürlich. Aber ich finde es auch, das sah, glaube ich, echt schön aus. Ja. Und ja, es ist noch sehr gutes Wetter. Ja, und wir genießen mal wieder. Wir sitzen gerade an einem Brunnen, Skatepark, irgendwas. Und hatten hier Dinner. Schöner Fuß. Und mal wieder Brot mit Aufstrich und Käse. Gurke, wow. Und viele Skaten, Leute. Ja, und das ist echt ganz cool. Ich kann auch gleich mal einen Clip einfügen. Machst du das so Spoiler und machst es dann nicht? Doch, ich mach's. Und ja, wir haben noch Chips to go und dann gehen wir irgendwann später wieder ins Hostel und das war unser Tag. Unser erster Tag.
in Stockholm. Wow. Sieht schön aus.